Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hyrule Warriors Definitive Edition. Mit dem Mann im Hintergrund. Hallo ihr Lieben. Und mir. Wir müssen nochmal neu starten. Wir hatten eben schon mal gestartet und haben fürchterlich gefailt, weil Midna nicht aufgewertet war. Ja, denn wir spielen heute mit Link und Midna ein Licht in der Finsternis in der Ranell-Schlucht. Und hatten, wie gesagt, die Mission schon einmal gestartet, aber haben es nicht hingekriegt, weil Midna nicht stark genug war. Und wir haben es jetzt aber aufgewertet ein bisschen und hoffen, dass es dann jetzt klappt. Ich werde mit Link spielen und dem Masterschwert. Da hatte ich vorhin auch schon mal gesagt, das sage ich jetzt gerne nochmal. Ich weiß nicht genau, wie man diese Siegel aufbricht. Wenn ich da drauf gehe, steht da sowas in der Art wie bricht das Siegel mit der Macht aller Waffen, beziehungsweise das zweite mit der Macht aller Pluswaffen. Wenn ihr da wisst, wie man das brechen kann, dann lasst es mich mal gerne wissen. Denn ich habe keine Ahnung, was ich da machen muss, ob ich da andere Waffen benutzen muss oder was. Ich weiß es nicht. So, und dann wird der Mann im Hintergrund mit Midna spielen und diesen Fesseln waren es, glaube ich. Hm. Naja, ja, diese. So, jetzt hören wir uns das alles nochmal an. Link's rashness nearly cost him his life as shadowy doubles overwhelmed him. At the last moment, Link's allies salvaged a rescue from otherwise certain defeat. The Master Sword is a mighty weapon. But its true power can be used only by someone who understands the bonds of friendship. The Hyrulean army was rallying its strength, but Sia's forces still controlled much of their homeland. The only way to save Hyrule was to defeat Sia. The Hyrulean army headed to the Valley of Seers to force a decisive battle. But Sia did not sit idle, despite her overwhelming advantage. She found new ways to fortify her troops using her own life force. The cost to herself was irrelevant so long as she crushed her enemies. The final battle between the armies of light and darkness was about to unfold. Ja, so. Auf ein neues. Wir werden es diesmal hoffentlich schaffen. Ja, wir haben nämlich festgestellt, die Gegner hier machen gar nicht so wenig Schaden. Auch an mir, obwohl ich ja schon einige Level über Midna bin. Haben die doch ganz schön Schaden gemacht. So, ich werde hier unten lang gehen, habe ich vorhin. Ich bin ja gut. Das geht hier nämlich gleich direkt auch ordentlich los. Midna macht immer lustige Geräusche, haben wir vorhin festgestellt. So. Na, geht das jetzt besser? Oh, auf jeden Fall ist der Schaden schon mal höher. Ja. Und sie kriegt auch nicht mehr so viel Schaden, wie es aussieht. So. Wird hier gleich mal ein paar von den Festungen einnehmen schon mal. So. Die Truppen des Bösen rücken irgendwo hin vor, habe ich gerade gesehen. Den Punkt da unten nicht gerade erst eingenommen? Hm. Und ich schon wieder zurückerobert. Ja gut, vielleicht sollte ich auch mal so ein bisschen die Truppen wegmachen, wenn ich hier weggehe, ne? Ah ja, genau. Das war ja das. Die Quellen dieser dunklen Macht. Heiligtümer der Göttin. Die müssen wir jetzt erobern. Und ich bin hier eh gerade. Da oben ist übrigens ein gelber Pfeil. Ich frage mich, was das wohl ist. So. Das ist eine gute Frage. Okay. Da ist Zelda bei mir. Oh, und da ist auch schon der Festungskommandant. Das ging diesmal aber schnell. Sehr gut. So.
Hier kommen jetzt die ganzen Dinodoros, so heißen die, glaube ich, angelaufen. So, da ist noch einer. Was machst du gerade? Ich nehme gerade eine Festung ein. Ah ja. Stiller Mann im Hintergrund. Ich bin konzentriert. Konzentriert? Du weißt doch gar nicht, wie man das Wort schreibt. Mit G. Konzentriert mit G. Konzentriert. Konzentriert. So. Okay. Was sieht nicht gut aus? Hier kommt mir gerade so ein Pyroma entgegen. Da habe ich vorhin auch festgestellt, dass die hier ganz schön viel Schaden machen. Ja. Also auch ich muss hier so ein bisschen auf mein Leben Acht geben. Habe ich feststellen müssen. So. Da vorne ist noch ein Außenposten, den wir mitnehmen. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Wo kommst du noch einmal her? Und noch so einer. Hey, bleib doch stehen. Ich aber immer auf die anderen Truppen gehen, ne? So primär. Da war doch gerade noch so einer. Dass ich hier drei so Dino-Viecher habe. Ja, bei mir aber auch. Die kommen hier einfach und erscheinen plötzlich. Ich kann ja eigentlich gar nicht weggehen. Boah. Immer das letzte Heiligtum der Göttin. So, habe ich jetzt alle? Ich weiß es nicht. Wir sind ein Haufen Gegner bei mir. Ist das so? So. Ich bin hier nicht weg, ne? Oh, Spultula, ich geh mal. Ja. Jetzt auch erst wieder 500 Feinde besiegt. Ich bin immer der Meinung, dass das schon viel mehr waren. Jetzt will ich mich aber sputen. Dala. Und irgendwo hier hinten. Da. Ja, diesmal haben wir wieder nachgeguckt, damit wir hier nicht 100 Jahre suchen müssen. So, weil wenn wir können, würden wir natürlich schon immer gern alles mitnehmen, was so geht. Und damit wir dann nicht ewig danach suchen müssen, gucken wir vorher mal immer mir nach. Mir blinkt die ganz, also bei mir, wow. Mir blinkt die ganze Zeit. Ja, also die Festung, in der ich bin, die leuchtet die ganze Zeit. Na, vielleicht ist das diese Göttinnenfestung oder Göttinnenwelle, weißt du was? Wir sollten ja die letzte noch finden. Heiligtum der Götter, so heißt es. Ist das vielleicht? Musst du das noch... Oh ne, du hast es ja schon erobert. Nee. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht so recht. Vielleicht... Oder nee, das sind vielleicht die beiden Heiligtümer, die wir schon erobert haben. Und wir müssen jetzt halt noch das dritte erobern. Aber ich weiß jetzt nicht, wo es ist. Versuch's mal mit der hier. Ich habe nicht aufgepasst. Sie hat uns das bestimmt vorhin gezeigt. Wo das genau ist. Gut möglich, ja. So. Ich erober jetzt einfach mal das und dann gucken wir mal weiter. So.
Haben wir denn irgendeinen Punkt, also irgendeine Festung quasi noch nicht erobert? Da oben rechts. Ganz unten blinkt's auch noch. Warte mal, dann gehe ich wieder zurück. In Bedrängnis da oben. Das Problem ist aber auch, die spawnen hier so schnell nach. Du kommst ja gar nicht hinterher, die Dinger alle zu erobern. So gut, ich guck mal da unten. Das könnte sein, weil es blinkt auch grün, ne? Dass das letzte Heiligtum ist hier. Doch, guck mal, da ist auch ein Triforce-Symbol. Ah. Und hier ist auch Lana. Dann haben wir das wahrscheinlich einfach nur übersehen mal wieder. So. Oh, Mausi, du musst schon wieder aufpassen. Ja, ich muss erst mein Herz nicht finden. Ah, Level Up. Geil. Sehr gut, das hat geholfen, oder? Ja. Ich glaube, wir haben es. Sehr gut. Okay. Räume ich hier auf dem Weg nach oben mal ein bisschen auf. So. Und ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich nehme auf dem Weg mal noch die eine Festung da unten mit ein. Die mit ihren Brüsten. Erlaube mir, dir eine Lektion zu erteilen. Ich glaube, sie ist ein bisschen sauer. Ein bisschen? Wie hält das überhaupt, was sie da anhat? Klebeband. Ich tippe auf Klebeband. Meinst du? Ja. Möglich. Oh je. Ach du lieber Himmel. Sia, das ist Wahnsinn. Ja, ihr ist der Wahnsinn ins Gesicht geschrieben. Ein kleines bisschen. Okay. Ja, eigentlich wollte ich hier runter die eine Festung, den einen Außenposten noch mit einnehmen. Ich glaube, wir müssen jetzt in die Mitte zu dieser Quelle da wieder. Okay. Ich erobere hier gerade einfach mal Festung. Mhm. Ja, ich nehme auch auf dem Weg mit, was geht irgendwie, aber die erobern das ja so schnell wieder zurück meistens, weil da immer so viele Gegner noch sind. Ich versuche dann immer schon alles so ein bisschen freizuräumen, was geht, aber die spawnen ja hier so schnell nach. Guck mal, ich drehe mich einmal um, mache alles weg und wenn ich mich umdrehe, ist auf der anderen Seite schon wieder genauso viel, ne? Hm. Tja. Okay, ich hoffe mal, das reicht jetzt erstmal so. Dann versuche ich mal in die Mitte zu kommen. Da, siehst du den einen da unten? Den hatte ich gerade eben erst eingenommen. Hm. Den haben sie schon wieder zurückerobert. So, ich muss hier lang. Eskortiere Zelda zur Quelle der Göttin. Zelda, wo ist denn Zelda? Das ist der blaue Punkt da unten wahrscheinlich, ne? Ah, hier steht noch ein Topf, das ist gut. Und ich guck mal, wo ich Zelda finden kann. Hier ist Zelda. Hm? Okay, hier komme ich nicht weiter. Boah. Hier drei von diesen Dinodorus-Viechern am Hintern hängen, die Zelda. Ich renne mal da runter an das eine blinkende Ding. Mach das. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir unsere Herzteile noch mitnehmen, dass wir das nicht vergessen. Naja. Weil ich müsste eigentlich auch mal nach da oben, ne? Ja, da oben kommst du eh noch nicht überall rein. Ah, okay.
Ach, die Zelda läuft schon wieder nicht weiter. Die laufen halt immer nicht weiter, wenn zu viele Gegner da sind. Aber das Problem ist, die spawnen hier auch so schnell nach. Zelda, jetzt geh doch. Bitte. Der Wachsoldat wurde gesichtet. Da hinten ist das. Ich kann hier nicht weg. Wo ist denn da hinten? Links, linksseitig war gerade ein... Da, wo es blinkt, weiß. Ich bin hier gerade... Da bist du aber gerade. Ist aber nichts. Von dir aus rechts müsste jetzt was sein. Da blinkt es doch ganz doll. Ah ja, hier ist was, ja, oder? So. Okay. Okay, lauf doch. Okay, ja genau, hier rein. Sehr gut. So, wir sind jetzt bei der Göttinnenquelle wenigstens schon mal angekommen. Okay, Zelda. Diesen komischen Wachsoldaten besiegt. Sehr gut. Zelda hat die Quelle erreicht. Die Fee möchte, dass dieser Bereich zu unserem Hauptquartier wird. Okay. Was? Bedingungen haben sich geändert. Quelle der Göttin darf nicht fallen. Das heißt, irgendwer von uns sollte immer hier in der Nähe bleiben. Oh, da ist Volga. Ja. Nein, ich möchte den... Oh Gott. Okay. Meine Fresse, ist was los? Wo ist er denn jetzt hin? Da. Oh wei, oh wei, oh wei. Ich probiere mal alles andere vom Hals zu halten. Das ist nett. Der ist gleich hin. Oh, aber der wird mich... Du bist doch gleich hin. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, hör mal auf, den anzutargeten, danke. Hier war irgendwo so ein Topf. Oh, da ist ein Herz. Ich weiß, dass hier irgendwo so ein Topf stand, aber ich weiß nicht mehr wo. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Oh, Herzen. Ich glaube, ich schaffe das nicht, den zu besiegen, bevor ich sterbe. Ich gehe mal kurz und gucke, ob in der Göttinnenquelle... Scheiße, er hat mich auch gleich. Ach, toll. Nein, nicht schon wieder. Ach, die machen aber auch echt viel Schaden auf einmal. Vor allem, der ist fast platt, ne? Vielleicht hätte ich einfach auf Risiko gehen sollen. Was machen wir? Machen wir erstmal vom letzten Checkpoint aus. So, wo war der letzte Checkpoint? Aktiviere den Magiekreis, steht da, in der Göttinnenquelle. Ach so, jetzt ist Zelda da noch gar nicht angekommen. Ach du lieber Himmel. Na gut, ich gehe sie mal wiederholen. Ja. Du musst wieder links runterlaufen, da ist irgendwas. Ja, ja, mach ich gleich. Da sind überall so Viecher, ne? Warte mal, ich gehe mal links dahin und mach das platt. Da oben bei dir sind eh noch zwei Gegner. Bei mir? Ja, da oben, wo du bist, da sind zwei. Da komme ich aber nicht durch. Ah, da kommt man nicht durch, okay. Das ich finde schon mal uns hält. So. Also ich gehe jetzt wieder links zu dem... Na gut, dann gehe ich zu Zelda zurück. Weil es schon fast da war. Achso. Hättest du ja auch zu Zelda gehen können, na ist egal. Aber die Mission ist echt schwer. Ich weiß gar nicht, woran es liegt gerade, weil eigentlich sind wir doch gut mit dem Level dabei.
Ja, gute Frage. Aber warte mal, hier kommt gerade was runter. Wolga ist das. Schon wieder. Okay. Und gleich nochmal. Oh, Alter, macht der viel Schaden, heftig. Die anderen Viecher hier wegmachen. Das Problem ist halt, hier sind ja auch noch so viele andere dabei, die viel Schaden machen. Ja, bin wieder auf dem Weg zu dir. Ja, ich versuche erstmal das andere Kleinviech alles ein bisschen wegzumachen, dass die mich auch noch stören. So. Ah, warte mal, ich kann... Oh, ich kann ZR, nee, R aktivieren. So. Und jetzt. Oh, ich habe ihn gar nicht erwischt, scheiße. Ach, du haust ihn immer aus meinen Sachen raus, das ist ja nicht so. Ja, tut mir leid. Ich weiß gar nicht, wo er ist gerade. Da gehe ich mal weg. Ist er mit drin? Ich hoffe. Ja, ist gleich platt. Hm. Bleibst du wohl hier? Oh, ich glaube, wir haben es. Ja, ich glaube, Wolga ist besiegt. Sehr gut. Jetzt kann Zelda weiterlaufen. Na, hier ist Zelda. Ich will mir erstmal hier die... Hier war so ein Topf drunter, wie ich weiß. Oh. Das hat gut getan. Okay, du bist bei Zelda, ja? Mehr oder weniger, ja. Gut, gut. Okay. Warte mal, jetzt ist da oben. Nee, ist immer noch nicht offen, ne? Müsste man hier hinten rum, dann würde man da hinkommen. Die Skutula hatten wir schon, ne? Ja. Ich gehe mal hier hinten rum und versuche mal da oben hinzukommen. Okay. Du musst halt ein bisschen auf Zelda jetzt aufpassen. Achso, ich bin jetzt hier drüben bei. Ja, im Moment sieht es da unten ja ganz gut aus. So. So. Okay. Also ich komme jetzt hier oben rein. Da werde ich mal hier runterlaufen und gucken, ob ich da in der Mitte durchlaufen kann. So. Ja, ich denke, die Skulptur haben wir geholt. Ja, doch, doch. Ja, das tut, glaube ich, gut. Mhm. Hier ist ein Tor, das kriegen wir auf jeden Fall nicht auf. Aber hier irgendwo müsste mein Herzteil eigentlich sein. Ach nee, da oben drin war das ja. Ich mal hier hin. Nein, nicht schon wieder. Hier ist Wolga. Hm. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wolga ist auf dem Weg nach unten, glaube ich übrigens, ne? Okay. Der rote Punkt, der da läuft, das ist er.
Hä? Ich habe das doch eingenommen. Willst du mich verarschen? War der noch nicht tot? Jetzt. Oh. Das ist, glaube ich, meine. Das ist deine Kiste, ja. Ich habe hier aber auch eine Kiste. Was hier? Hier müsste meine sein. Okay, ich mach mal auf, nicht erschrecken. Ja, danke. Okay. Gut. Gut gemacht, Link. Achso, war Darunia. Gut gemacht, Link. So, ich bin auf dem Weg zu meiner Kiste. Okay, Volga ist schon wieder weg? Genau. Er war auf jeden Fall nach da unten unterwegs, ne? Zu Zelda. Ich hoffe nur, dass er die jetzt nicht... Ich mache mich gleich wieder auf den Weg nach unten. Ich will nur das hier noch mitnehmen. Zum Porten gibt's hier nichts, ne? Nee. Mach doch nicht mal die Kiste auf. Ja. Du sagst aber zu mir, ich soll das nicht so kurzfristig sagen. Du selber bist aber nicht besser. Oh, mitten hat aber auch eine schöne Frisur. Ja, oder? Solche Haare hätte ich auch gerne. Meinst du? Ja, die man so kontrollieren kann. Guck mal, das so. Wäre cool. Können wir sich von Weitem mal die Fernbedienung holen oder einen Keks? Ja, den Rücken schrubben. Ja, stimmt, die hat bestimmt keine Probleme mit juckendem Rücken. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, ich gehe jetzt erstmal gucken, wie es bei Zelda aussieht. Ich sehe doch Volker schon. Volker da hinten, ja. Volker. Volker. Das war doch wieder Pfei. Wo ist er hin? Da. Ist noch eins auf die Mütze, mein Freund. Bleib stehen, Volker! Wie er einfach allem ausweicht, der Drecksack. Oh, da will ich nicht drin stehen. Da sind wir ein wenig verzweifelt, Volker. Gut, jetzt gucke ich mal kurz. Wir müssen ja hier eigentlich diesen Kreis noch aktivieren, dachte ich. Ja, jetzt geht's nämlich, glaube ich, auch. Genau. Nicht erschrecken? Oh nein! Da ist sie wieder. Jetzt hörst du das endlich mal. Ja, aber wie hat die das gemacht mit ihren Blättern? Klebeband? Ich hab keine Ahnung. Feenrotz. Heftig. Das ist aber eine sehr rabiate Art und Weise vorzugehen, also wirklich. Hä? Zur rechten Zeit. Achso, nur eine Nebenquest, glaube ich. Aber da stand doch die ganze Zeit, aktiviere den Magiekreis. Ah, wir sind so doof. Ich glaube, wir haben es verkackt. Oh, na toll. Und jetzt ist der auch noch stärker, ne? Hm. Ach, na prima. Ich hab's versaut. Es tut mir leid. Ich hab... Weil da stand doch aber in der Mission unten stand doch nicht drin zur rechten Zeit, oder? Da stand doch einfach nur, aktiviere den Magiekreis an der Quelle der Göttin. Hier kommt man nicht durch. Achso, der kommt eh runter. Scheiße. Ja, zieht euch zurück. Wie kommt man denn zu dem? Da ist er doch. Oh mein Gott, wie der leuchtet. Nie im Leben besiegen wir den. Hä, wo bist denn du? Oh mein Gott, oh mein Gott. Na jo. Da, lol. Und der noch? Scheiße. Wie viel Schaden der macht? Oh ja. Oh, weg, 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 Link. Weg, 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 weg.
Philipp, komm mal her. Ja, ich bin fast tot. Ja, hier ist ein Topf. Achso, nimm du den. Nee, ich habe mehr Leben als du. Ja, ich bin weit weg. Ich habe mir schon einen neuen. Ich suche mir einen Topf in irgendeiner Festung. Oh, Zelda ist fast tot. Oh, jetzt hat's geheilt. Gut, gut, gut. Er leuchtet aber nicht mehr. Ich hab trotzdem nur ein Herz. Ich krieg ihn platt. Oh, geschafft. Okay. Ich glaube, wir haben die Mission geschafft auch. Diese nutzlose Blitzschleiche. Lol. Was ist eigentlich das? Das ist Darunia, der gelbe Pfeil. Oh, hier ist ein Herz. Bin ich wenigstens nicht mehr dem Tode nahe. Ja. Wir müssen jetzt nach da oben. Ja, aber kommt, wann wäre denn der, richtige Zeitpunkt gewesen, ist die Frage, ne? Hm. Oh mein Gott. Jetzt schon wieder irgendwas beschworen. Und sie hat sich aufgeteilt. Ah, okay. Okay, ich habe hier eine. Ja, interessant. Die Kameraführung. Ist okay. ist okay. Ja. Ist das nicht ein Spiel für Kinder? Dachte ich so. Das ist ein Spiel aus Japan, was erwartest du? Die schwarze Zauberin Sia. Ich will nur, dass eine Tentakel unten rauskriegt. Oh, hör auf, das ist ja ekelhaft. Würde dich das wundern? Nein, im Grunde nicht. Oh Gott sei Dank, ich hatte Level up. Okay, warte, ich... So? Okay. Immer drauf. Ich lasse die jetzt einfach gar nicht mehr aus der Ecke raus. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Da. So, eines hier ist platt. Ich habe gerade das Material genommen, das ich wollte. Hier lang. Ich gehe nach oben zu der. Okay. Ich habe gedacht, wir machen sie zusammen. Ja, können wir auch. Hier bist du schon wieder noch zwei Herzen. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Sehr gut. Ja, Level up. Wunderbar. Dann geh du dir das Zeug holen. So, jetzt nach oben. Hier oben sind zwei, glaube ich, ne? Da ist auf jeden Fall ein Topf. Wir müssen gucken, dass wir den behalten. Oh, komm da mal ein Stück weg. Am besten. Nein, bitte nicht aufsammeln. Kommt da mal her, ihr dämlichen Weiber. So, eine ist weg. Sehr gut. Die andere steht halt voll nah an dem Topf da hinten dran, ne? Wo ist er? Da. Halt still. Ich will dich doch nur töten. Sehr gut. Oh, wie es keine Chance hat, ne? Ja. Yeah!
Wir haben es geschafft. Ja. Na, wenigstens grapscht sich nicht an die Brüste. Sia, wir sind uns gleich. Wir beide sehnen uns nach jemandem, mit dem wir nicht zusammen sein können. Kannst du deine Gefühle für immer verschlossen halten? Was, ich? Ganz gleich in welcher Zeit, das Band zwischen ihnen ist unvorstellbar stark. Es zu brechen ist unmöglich. Du bist einfach zu brav. Jetzt darf jeder wieder zurück in seine Zeit. Guck mal, wie er Ruto trägt. Der Rest liegt in all eurer Hände. In eurer aller Hände? Irgendwie sowas stand das. Ja, das sieht ein bisschen aus wie bei Final Fantasy XIV, der Raubahn mit der kleinen Erdbeere. Ne? Ja. Bringen wir das Licht zurück nach Hyrule. Hey, wir löschen einfach alles aus, was irgendwo rumstand. Damit sollten die Dinge wieder so sein, wie sie einst waren. Und damit ist es für mich Zeit zu gehen. Lana, werden wir uns wiedersehen? Leb wohl. Das bedeutet wohl nein. Hallo Vogel. 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 Ich will doch nur singen. Du hast es geschafft, Prinzessin Zelda, Link. Doch klar, dass es damit noch nicht zu Ende war, oder? Oh oh. Ja. Und das ist das vierte Teil. Das ist natürlich jetzt dumm gelaufen, dass sie das Schwert nicht wieder zurückgebracht haben. Ha ha ha. I'll be back. Starker Auftritt, muss man schon mal so sagen, ne? So, liebe Freunde, jetzt geht's erst richtig los, glaube ich. Ja, aber wir sind am Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da oder einen Daumen nach oben. Gerne auch den ein oder anderen Kommentar. Und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir erfahren, was es mit Ganon, wie es mit Ganon weitergeht und was es mit dieser ganzen Sache auf sich hat. Ja, also wir würden uns auf jeden Fall freuen, nicht wahr? Definitiv. Genau. Also bis dahin. Tschüss. Ciao.